Herzlich willkommen zu Ihrem Jansen-Video und großes Kompliment an Sie, dass Sie sich ein weiteres Video zum Thema Empathie gönnen. In dem oben rechts eingeblendeten Video haben Sie bereits erfahren, das war ja sozusagen der erste Teil. Im ersten Schritt wissen Sie nun, was genau Empathie ist. Sie haben auch erfahren, was es für Anforderungen im Alltag gibt und wie empathisch Sie bereits schon jetzt agieren. Und Sie haben 5 Strategien kennengelernt, wie Sie empathischer sein können und ihre Empathiefähigkeit steigern können. Heute wird es besonders spannend für Sie, denn in diesem kurzen Video heute erfahren Sie, woran Sie denn eigentlich erkennen können, dass andere Menschen Sie empathisch wahrnehmen. Und dazu sehen wir uns gleich nach dem Intro. Und da Sie das erste Video schon gesehen haben, wissen Sie bereits 2 Dinge. Zum einen Beziehungsqualität und Überzeugung hat ganz viel mit Empathie zu tun. Und Sie erinnern sich, für gute Kommunikation und Veränderungsprozesse braucht man Empathie, bevor das Gesagte, was Sie rüberbringen wollen, inhaltlich überhaupt gehört wird. Und dazu, auch wenn Sie noch keine Führungskraft sind, sollten Sie sich unbedingt noch ergänzen, das oben rechts eingeblendete Video anschauen. Das ist sozusagen noch eine ergänzende weitere Basis. Bevor ich Ihnen heute verrate, woran Sie merken, dass andere Personen Sie als Präsenz wahrnehmen und Sie empathisch erlebt werden, bekommen Sie vorab als Bonus noch 3 weitere wichtige Gedanken, die zu dem Thema Empathie und empathisch wahrgenommen werden, ganz zentral sind. Und die Art und Weise meint die Art, wie sie sprechen. Also viele Menschen, da hört sich das so mechanisch, so intellektuell an, die wollen es dann so richtig machen, ohne dass es eine tragende Haltung hat. Ohne dass es tragend ist und eine Haltung her, dass sie praktisch signalisieren, was sie gehört haben. Und das ist ein schönes Stichwort zum zweiten Punkt. Und auch hier ist Ihre Haltung wieder ganz entscheidend, denn Sie sollten das Unterbewusstsein von anderen Menschen nicht unterschätzen. Das, was Sie denken, Ihre Einstellung, das übertragen Sie letztendlich über Mikrosignale den anderen Personen. Und das kann man kaum verhindern, da haben Sie kaum Einfluss drauf, was Sie auch unwillkürlich und mit Ihrem Unterbewusstsein übertragen. Von daher sollte A, Ihre Haltung stimmen, und weil das so ein wichtiges Thema ist überhaupt für alles, was Sie tun und auch wenn Sie Führungskraft sind, für Veränderungsprozesse zu begleiten, ich das aber heute nicht alles nochmal sagen will, habe ich Ihnen als Bonus oben rechts ein Video eingeblendet. Sollten Sie sich unbedingt anschauen, wenn Sie Führungskraft sind oder Führungskraft werden wollen, da erfahren Sie 4 Werkzeuge, die extrem hilfreich sind, zum einen die zu unterscheiden und wenn Sie Veränderungsprozesse begleiten wollen. Der nächste Punkt, und das wird ein Punkt sein, über den Sie sich mit Sicherheit vielleicht bewusst oder auch unbewusst schon mal Gedanken gemacht haben. Und das ist die Sorge, dass alles, über was wir bisher gesprochen haben, dass Sie das zu viel Zeit kostet. Wenn Sie paraphrasieren, was ja bedeutet, dass Sie das, was Sie gehört haben, in eigenen Worten wiedergeben, dann spart paraphrasieren Ihnen eher Zeit. Denn da gebe ich Ihnen auch gern noch einen hilfreichen Gedanken, stelle ich Ihnen zur Verfügung. Denn man weiß aus der Konfliktforschung, dass sich die Zeit, um eine gute Lösung zu finden, halbiert, wenn man eine Regel aufstellt, dass diejenigen, bevor sie selber was sagen, die Kontrahenten, zunächst erstmal in eigenen Worten wiedergeben müssen, was der andere gesagt hat oder was sie gehört haben, vielmehr. Deshalb ist es so entscheidend, sich zu verinnerlichen. Wir wollen Sie ja hier gar nicht beschäftigen, sondern am Ende kommen Sie eher schneller dahin, wo Sie hinkommen wollen und erreichen Ihr Gesprächsziel auch schneller. Und jetzt geht es ja noch um die Frage, woran merken Sie eigentlich, dass andere Menschen Sie empathisch wahrnehmen und Sie die Präsenz von Ihnen erleben?
Darüber hinaus haben Sie sich, und bevor wir dazu kommen, sicher auch schon Gedanken gemacht, wenn Sie sich das alles hören, dass Sie sagen, na ja, wie ich erlebt werde, das ist ja auch sehr subjektiv. Das hat ja sehr viel damit zu tun, wie ist die DNA der anderen Person oder den anderen Personen. Und auch da habe ich für Sie einen Geheimtipp, denn Sie haben natürlich recht, das ist ja ein subjektives Erleben. Und den Geheimtipp, den ich Ihnen da jetzt schon eingeblendet habe, sollten Sie sich dieses ausführliche Video unbedingt anschauen, denn dann kriegen Sie darüber hinaus und zu dem, was wir jetzt uns gleich noch anschauen, gemeinsam anschauen werden, noch wertvolle Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wie Sie sich auf die unterschiedlichsten Charaktere, und das macht es ja im Umgang mit Menschen so spannend, dass wir alle so unterschiedlich sind, wie Sie sich da ideal drauf einstellen können. Lassen Sie uns aber jetzt mal im nächsten Schritt zunächst, bevor Sie sich das Video anschauen, die Erkennungsmerkmale anschauen, woran Sie erkennen können, dass Sie Ihr Ziel, empathisch wahrgenommen zu werden, erreicht haben. Und damit Sie auch erkennen können, ob andere Menschen ihre hundertprozentige Präsenz erleben und sie auch als empathisch erleben, habe ich Ihnen mal drei Erkennungsmerkmale mitgebracht. Und der erste Punkt, woran Sie es merken, dass jemand Ihre Präsenz zu 100% erlebt und auch es erlebt, mit Ihnen einen guten Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin zu haben, ist, dass bei dem anderen, bei der anderen Person ein Stück weit Erleichterung eintritt. Das heißt, jemand fühlt sich angenehm begleitet, fühlt sich verstanden und diese Erleichterung äußert sich häufig dahingehend, dass die Sprache langsamer wird und Menschen, die vielleicht zunächst erstmal ihren Frust ablassen müssen, und ich kenne das auch in der Einzelberatung, dass es zuvor immer so eine Sequenz gibt, bevor man dann in die Veränderung gehen kann, wo jemand einfach mal sich ein bisschen entlasten will und ein Stück weit erstmal alles erzählen möchte, weil die Situation für die Person fast schlimmer ist, als man sich jemals vorstellen kann. Das heißt, wenn dann Ihre Gesprächspartner ruhiger werden und es gibt wieder Signale in die Zukunft, dann ist das ein erstes Erkennungsmerkmal. Es gibt aber noch ein weiteres, was noch für Sie greifbarer dann womöglich wird. Und das ist Nachlassen von Anspannung. Und warum wird das für Sie so deutlich? Weil das ansteckend ist, auch über die Spiegelneuronen. Wenn jemand, mit dem Sie sich unterhalten, wenn der sich entspannt, dann ist das in der Regel so, wenn Sie sehr aufmerksam sind, wenn Sie darauf auch trainiert sind, dann führt es dazu, dass Sie selber diese Entspannung körperlich wahrnehmen. Und auch das ist überhaupt nichts Esoterisches. Empathie geht immer auch über den eigenen Körper. Aber auch der letzte Punkt als Kriterium sollten Sie unbedingt noch kennen. Und das dritte Merkmal sind Pausen. Vielleicht kennen Sie das selber, dass Sie so sagen, ach, gerade mit fremden Menschen, wo man sich nicht so vertraut ist, hält man so eine Stille kaum aus. Ich bin oft bei Kunden und fahre dort oft Fahrstuhl. Das finde ich spannend, gerade wenn es eine lange Fahrstuhlfahrt ist, dann gibt es Menschen, die halten kaum denn auch die Stille im Fahrstuhl mit fremden Menschen nicht aus. Woran sieht man das manchmal? Es ist zu beobachten, dass Sie sich dann die Anzeige, in welchem Stock man ist, noch ergänzend anschaut, um zu überprüfen, dass der Fahrstuhl auch kein Stockwerk überspringt. Also Stille, gerade wenn wir uns nicht wohlfühlen, ist für uns viel schwerer auszuhalten. Und wenn Sie dann merken, dass Ihr Gesprächspartner auch Pausen selber macht und sie aushält, dann kann auch das ein Indiz sein, dass Sie von den anderen Menschen als empathisch erlebt werden, die Person sich wohlfühlen und es erlebt wird, dass die Person die volle Präsenz haben. Das heißt, wenn Sie hier zu dem, was wir gehört haben, Erleichterung merken, dass jemand anders atmet, langsamer spricht, wenn die Anspannung nachlässt, das heißt, wenn Sie auch über Gestik, Mimik beobachten, dass sich jemand entspannt und die Pausen länger werden, dann sind das alles Kriterien, dass die Ihnen zeigen können, derjenige fühlt sich wohl und Sie werden als empathisch erlebt. Jetzt kommt aber noch ganz was Wesentliches zum Schluss, denn Sie kennen sicher die Tatsache, dass da, wo es nichts
ist, kann man auch nichts holen. Was meine ich damit? Es ist schlichtweg nicht möglich, anderen Empathie zu geben, wenn man selbst für sich gar keine Empathie hat. Also diese Selbstempathie ist eine ganz entscheidende Voraussetzung für auch emotionale Kompetenz. Und wenn Ihnen das heutige Video gefallen hat, dann vergeben Sie ihm einen Daumen nach oben und schreiben in die Kommentare, wenn Sie zu dem Thema Selbstempathie noch ein weiteres Video sich wünschen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns jetzt gleich in dem jetzt schon rechts eingeblendeten Video wiedersehen. Von daher freue ich mich, wenn wir da uns zum ganz wichtigen weiteren Thema noch austauschen. Von daher erstmal ganz herzliche Grüße, Ihre Andrea Jansen.